Ja, herzlich willkommen zu unserer 16. Ausgabe. Diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Heute ist ein kalter Tag, der 30. November, wo wir jetzt aufnehmen. Ein frischer Wind wehte durch die Stadt. Vor allem unseren Kameramann hat es vom Fahrrad geschmissen fast. Aber es gibt noch jemand anderen, der frischen Wind in die Stadt bringt. Und das ist Martin Wacker, der Geschäftsführer der Karlsruher Event- und Marketing GmbH. Auch Moderator, auch Schauspieler, auch Stadionsprecher. Tausendsasser. Genau. Ein beliebtes Wort für Martin Wacker. Genau, wir haben dich ein paar Mal schon eingeladen gehabt in den letzten zwei Folgen, weil es oft um die ganzen Events ging, die es in der Stadt gab. Der Jürgen Wenzel, unser Stadtrat, der hier auch manchmal in der Runde sitzt, hatte das ja in seiner Haushaltsrede auch angesprochen. Er sagte, eine Flut von Events und Sachen, die es hier so zu bearbeiten gibt, in Karlsruhe. Aber in wenigen Worten, was ist der Markenkern von Karlsruhe? Was siehst du da? Also ich nehme dieses Flut von Events gerne auf, weil ich es nicht so empfinde. Wir hatten in der Natur der Sache, Martin. Nee, wir hatten in der Vergangenheit tatsächlich noch mehr Flut von Events, weil sie willkürlich waren. Und ich habe das in der Beobachtung, war ja lange beim Radio, in den Medien, habe das ja immer von der anderen Seite beobachtet und habe die Überzeugung, dass ein Standort das machen sollte. Event heißt der Erlebnis, etwas miteinander erleben, was auch zum Standort passt. Und keine willkürlichen Tournee-Events einkaufen sollte. Das haben wir in der Vergangenheit manchmal getan. Was hat ein Hamburger Fischmarkt mit Karlsruhe zu tun? Nichts. Und ich habe immer gesagt, wir müssen aus der Stärke der Stadt selbst heraus aktiv werden. Und müssen eigentlich die Schlagzeile ist immer, die Stadt ist der Star. Ich habe den Karlsruher Stadtgeburtstag verantwortet und wir hatten anständig Budget. Natürlich hätte man dann die Leidenschaft haben können, jetzt gönne ich mir mal einen Herbert Grönemeyer. Aber den Herbert Grönemeyer kann sich, wenn sie Geld haben, kann sich auch Tuttlingen und Toronto leisten. Was hat das mit Karlsruhe zu tun? Sondern ich habe gesagt, wir müssen die Stärken der Stadt zu Erlebnissen umgestalten. Wir müssen eine Erzählung drunter legen. Da sind beispielsweise die Schlosslichtspiele entstanden, die heute selbstverständlich sind, aber ein harter Kampf waren. Und das ZKM ist dadurch ins Herz der Stadt gekommen und die Imagewerte auch bei den Bürgerinnen und Bürgern für das ZKM sind deutlich gestiegen. Mhm. Und ich glaube, das ist mein Verständnis. Ja, es gibt einige Events in der Stadt oder in der gesamten, nicht nur in der Innenstadt, in der Stadt, aber ich habe schon nicht nur das Gefühl, ich bin überzeugt, wir haben einen Weg gefunden, sie nicht beliebig zu gestalten, sie nicht weglaufen lassen vom Markenkern, sondern wirklich auch zu gucken, was passt zu uns. Und der Erfolg gibt uns ja recht. Unsere Veranstaltungen, unsere Erlebnisse werden auch von den Bürgerinnen und Bürgern geschätzt. Es gab eine Kulturumfrage, du kennst die, Petra, in der wir abgefragt haben, welche sind ihre beliebtesten Kulturveranstaltungen der Stadt? Und da ist auf eins das Festen, auf zwei die Schlosslichtspiele. Und das macht auch was mit uns als diejenigen, die das verantworten, weil wir spüren, wir haben den Bürgern nicht irgendwas vorgesetzt, frei nach dem Motto, da ist jetzt was, das musst du gut finden, sondern beide Erlebnisse leben auch vom Mitmachen der Bürgerinnen und Bürger und vom Grundverständnis dafür. Und Markenkern ist ja die Medienkunst, deswegen die Schlosslichtspiele, aber Markenkern ist auch Recht in Demokratie. Und das Mitwirken, also demokratisch so einen Prozess aufbereiten, das Fest ist eigentlich die demokratischste Kulturveranstaltung in Deutschland, weil jeder irgendwie partizipiert und dabei ist. Und so verstehe ich unsere Arbeit. Also nie, man sagt ja im Französischen lar pour lar, also Hauptsache da ist was, sondern immer gucken, passt es auch. Und wenn was nicht so gut läuft, das auch zu akzeptieren, auch zu sagen, es passt vielleicht nicht mehr. Karlsruhe hat ja immer noch so, bei vielen Außenstehenden höre ich das immer noch gerne, also die Beamtenstadt, so die behäbige, verschlafene. Empfindest du das auch so? Ist es immer noch so? Haben wir uns davon komplett abgelöst, von diesem Beamtenstadt-Image? Also ich glaube, dieses Thema Beamtenstadt kommt vielleicht auch über das Thema, also ist der Beamte erstmal nur negativ behaftet? Das ist mal eine Grundfrage, die man stellen müsste, aber jetzt schaue ich mal. Darüber streiten wir heute, glaube ich, lieber nicht. Nee, jetzt schaue ich gestern mal auf die Tagesthemen. Ja. Wir heute an diesem Tag, an dem wir uns treffen, hat das Bundesverfassungsgericht mal wieder eine wichtige Entscheidung zu treffen. Das heißt, gestern Abend, Live-Schalte, Tagesthemen, Heute-Journal nach Karlsruhe. Da ging es natürlich um Rechtsprechung, um Juristerei. Es waren Bilder vom Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe spricht, Karlsruhe wird angerufen. Karlsruhe spricht Recht, ja. Karlsruhe spricht Recht. Und das hat natürlich
dann auch was damit zu tun, dass da Menschen sitzen, die auf juristischer Ebene über etwas urteilen. Das hat aber nichts mit Beamten zu tun, sondern vielleicht auch was mit juristischer Bürokratie. Ist aber vielleicht gar nicht so negativ behaftet. Was ich nicht mehr so spüre, ist das Thema Behäbigkeit, weil, also auch ein schönes Erlebnis, mir hat eine gute Freundin, die unterwegs war, ich glaube von Basel nach Hamburg, man kriegt doch in der Deutschen Bahn dann diese, wenn man im Bahnhof hält mit diesem neuen System von der Bahn, kriegt man dann über die Stadt so ein Foto und für was die Stadt steht. Dann ist sie gefahren und hat mir das abfotografiert, da stand Kreativstadt und der alte Schlachthof war als Foto da. Und nicht mehr, natürlich haben wir auch ein tolles Barockschloss. Ja, gar keine Frage. Und das Bundesverfassungsgericht. Aber das hat mich persönlich gefreut, dass dieses Thema Kreativität, Kreativwirtschaft, alter Schlachthof dann auch offensichtlich von denen, die für die Medien der Deutschen Bahn verantwortlich sind, aufgegriffen wird. Und ich glaube, wir haben das auch ein bisschen generationsabhängig. Ich gebe zu, dass sicherlich in einer gewissen Generation das Behäbige und etwas so das badische Understatement nach außen auch gedrungen ist. Aber wir verändern unsere Bürgerschaft ja auch immer wieder. Es kommen unglaublich viele junge Menschen, internationale Menschen, übers KIT, über die anderen Hochschulen. Und diese neu zugezogenen haben dieses Bild überhaupt nicht. Die sagen, mein Gott, ist hier gut, alter Schlachthof, coole Festivals, tolle Kultur. Und ich glaube, diese Neubesinnung über die neuen Menschen schlägt immer mehr durch und lässt auch ein anderes Bild zu. Aber ich bin bei dir, ich höre das auch, aber ich schaue dann immer genau hin, wer sagt mir das? Ja, das ist vielleicht auch noch so ein altes Bild, das vielleicht jetzt in dieser Generation da noch haftet. Aber wir sind auf einem guten Weg, dieses Bild zu verändern. Es sagen viele Außenstehende, aber ich muss sagen, ich glaube, das ist genau die Kunst daran, zu sagen, man verbindet diese Tradition, also das Barockschloss ist ja schlichtweg auch nichts Schlechtes, wunderschön, ist ja auch schön und natürlich, fußläufig zu erreichen, eben mit diesen ganzen neuen und modernen Dingen, wie sich die Stadt Karlsruhe in den letzten Jahren aufgestellt hat. Du hattest ja zwei Standbeine ein bisschen genannt als Markenkern, also die Stadt des Rechts, Stadt der Medienkunst. Wie passt da sowas rein wie das Indoor-Meeting, was ja immer wieder auch diskutiert wird? Soll es beibehalten werden? Macht man es nicht? Macht es was für die Stadt oder hilft da eher sowas wie bei Wetten, dass man mal da erwähnt, Karlsruher Zoo, was hilft da mehr so in die Richtung? Man muss immer schauen, wie bewerte ich ein solches Ereignis, auf welcher Grundlage und ist das jetzt Markenkern oder gibt es Beweggründe in der Stadt, die uns auszeichnen, was dieses Event betrifft. Wetten, das ist natürlich, das war ja in der DM-Arena doch einige Male. Ich habe damals auch das Glück gehabt, auch für diese Veranstaltung damals auch Kommunikation machen zu können. Da hast du natürlich per se das Problem, das wird einmal gesagt, heute aus Karlsruhe, da gibt es vielleicht, früher gab es noch eine Stadtwette, aber dann verläuft sich's auch schon relativ schnell. Dann geht man geht ja nicht dahin, wo die Stadt am schönsten ist, sondern wo die Messehalle oder die Halle hergibt, dass da so viel Scheinwerfer hängen können und die Rahmeninfrastruktur stimmt. Das ist entscheidend, ob Wetten, das kommt. Eine Leichtathletikveranstaltung, die das höchste Niveau in der Bundesrepublik Deutschland hat und ein Niveau, mit dem nur noch 6 andere Städte auf der Welt mithalten können, in der Stadt zu haben, ist dann richtig, wenn die Stadt eine Leichtathletikstadt ist. Und die LG Region Karlsruhe, wenn man es jetzt mit dem Fußball vergleichen würde, spielt in der Bundesliga auf dem 6. Platz. Da wäre der Ruf nach einem neuen Wildparkstadion, wenn es beim KSC so wäre, sicherlich vor 20 Jahren schon gekommen. Also es gibt... Wir sind eine Leichtathletikstadt, die LG-Region spielt eine große Rolle. Wir haben eine riesige Tradition. Wir hatten früher Leichtathletik-Sportfeste im Wildparkstadion mit Emil Zatopek, mit 40.000 Menschen. Und wir haben dieses Meeting seit 38 Jahren in der Stadt. Es gehört zu dieser Stadt. Es gibt eine gelebte DNA. Und im Markenkern gibt es eben die Kernthemen Medienkunst, Recht und Demokratie und kluge Entwicklung, Innovation. Und drumherum gibt es ja noch das, was zu einem Stadtleben eben auch gehört. Da gehört die Nachhaltigkeit dazu, aber vor allem auch Sport- und Freizeitqualität. Und wir haben eben viele Leichtathleten, viele Aktive, die dann auch eine Plattform bekommen, die dann plötzlich auch mit den internationalen Stars sich messen können. Und wir zeigen uns national als Leichtathletikstandort. Was dazu kommt, ist, dass dadurch, dass wir in dieser Mega-Liga spielen, wir endlich auch etwas machen können. Das wissen, das weiß Petra aus dem Gemeinderat, wir sprechen oft über internationale Wahrnehmung auch. Ne? Wie cool ist ein Standort? Mit was können wir international punkten? Und jetzt haben wir endlich mal eine Veranstaltung, ich kenne keine zweite,
Die aktuelle Liste ging gestern über meinen Schreibtisch, wie viele Fernsehsender jetzt schon gesagt haben, aus Karlsruhe zu berichten. 55 werden 2 Stunden live aus Karlsruhe Leichtathletik senden und werden diesen Standort auch national, international transportieren. Wenn ich das jetzt wieder umrechne in das, was man auch, wenn man werbetreibend ist, kennt, 1000 Kontaktpreis, dann ist der Invest, den wir allein für diesen Marketing-Effekt leisten, also für das Geld kriegt man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 2 Eckfeldanzeigen. Jetzt habe ich als Stadträtin natürlich ein anderes Problem, weil es, es gibt ja dann natürlich Bürger, die uns anschreiben und sagen, ja, das ist alles recht und schön, dieses Indoor-Meeting. Ich habe mit Leichtathletik nichts am Hut, mag ja sein. Und da leben wir ja auch der Jugend und den Kindern vor, wie wichtig Sport ist und was man damit erreichen kann. Und auf der anderen Seite kostet uns das als Stadt so viel Geld. Und für Sporthallen, für die Schulen oder für die Europahalle oder so, da klemmt es dann an allen Ecken und Enden. Wie können Sie das als Stadtrat verantworten? Mhm. Ja, also das ist natürlich die andere Seite. Dass du das natürlich jetzt, dass du Feuer und Flamme bist. Aber und wenn man persönlich vor Ort war, kann man das auch verstehen. Also das Feeling in der Halle, wenn das stattfindet, das ist schon gigantisch. Das ist ähnlich wie wenn man deine Antwort persönlich... Da? Das würde mich schon interessieren. Also, ja. es gibt ja keinen städtischen Topf, aus dem alles gleichsam bedient wird. Die Sporthallen werden nicht aus dem Budget gebaut, mit dem wir das Intermeeting veranstalten. Ja, die Antwort ist nicht einfach. Weil erstens mal, ich habe das ja nicht alleine zu entscheiden, sondern es ist eine demokratische Entscheidung, die dann wieder durch die Parteien geht. Und da hat natürlich auch schon jeder so sein Klientel, das er vertritt. Ich persönlich bin schon ein Mensch, wo ich sage, es gibt eben diese Basisversorgung in der Bevölkerung. Für mich kommen zum Beispiel eben städtisches Klinikum und diese Gesundheitsvorsorge und auch die sozialen Bereiche zuerst. Und der Rest wird im Prinzip auf Sport und Kultur gleichmäßig verteilt. Und ich kann schon verstehen, dass Bürger das auch nicht unbedingt so sehen, dass sie sagen, ja, klar, für das gebt ihr Geld aus und da klemmt es überall. Wir haben ja die Krux zum Beispiel, Jürgen hatte das ja in der Haushaltsrede angesprochen, auch wir müssen in Frage stellen, können wir uns die Schlosslichtspiele in Zukunft jedes Jahr noch leisten? Können wir uns die Eiszeit leisten? Ist die ökologisch sinnvoll, wenn wir bei 14 Grad plus im Dezember diese Eisfläche so lange runterkühlen? Sprechen wir auch gleich noch. Ja, da sprechen wir gleich noch drüber. Das sind alles Fragen, die uns erreichen und man sieht schon anhand auch, wer die Frage stellt, also dass eine ältere Dame sagt, okay, Schlosslichtspiele interessiert mich persönlich nicht, dieser neumodische Scheiß, aber wenn meine Enkel nicht mit leuchtenden Augen an Weihnachten Schlittschuh fahren können, das finde ich schon, das finde ich nicht gut, dass sie dann da dagegen sind. Und das andere Klientel ist wieder die sagen, die totale Technik-Freaks, sagen, nein, Schlosslichtspiele, auf das wollen wir auf gar keinen Fall verzichten. Und das ist eigentlich das Schwierige, wenn man Stadtrat ist, lieber Martin. Da hast du einen verhältnismäßig einfachen Job. Weiß ich zu 100%. Zu merken, die Ressourcen sind endlich. Ja. Also, wobei ich, also wir dürfen eins nicht durcheinander bringen, ich finde immer schlecht, Dinge gegeneinander auszuspielen. Mhm. Eine Stadt, die den Anspruch hat, Großstadt zu sein, braucht niveauvolle Erlebnisse für seine Bürgerinnen und Bürger, mit der man auch nach außen glänzt. Jetzt haben wir uns schon, daran warst du nicht beteiligt und ich nicht beteiligt, vom gesamten Markt und von der gesamten Aufmerksamkeit großer Konzerte, großer Auftritte verabschiedet. Mhm. Wir haben keine Europahalle mehr, die das kann. Das Wildparkstadion ist nicht als Eventarena gebaut. Ja, das heißt, dieser ganze sehr große Bereich ist schon weg. Jetzt haben wir Veranstaltungen, die traditionell zur Stadt gehören. Und von denen sind nur 3 oder 4 wirklich regional und national wahrnehmbar. Und über diese als Grundportfolio zu diskutieren, wir würden uns ja komplett verdorfen. Das muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Also Indoor-Meeting, lassen wir es weg, sprechen eine 38-jährige Tradition, etwas, wo andere Städte sagen, für ein Invest von 380.000, 400.000 Euro mit Zuckerschlecken, nämlich, kommt zu mir, das Fest, das wir im Sommer auch verantworten, übrigens ohne 1 Euro städtischen Zuschuss, das muss man in der Diskussion auch mal sagen, sehr üblich. Die Schlosslichtspiele, die sich in 7 Jahren wirklich zu einem Aushängeschild entwickelt haben, mit dem wir auch noch den Markenkern auf der Barockfassade spielen. Also genau das, was du die Verbindung. Genau dieses Zusammenspiel und was wirklich bei den Menschen verbindend, wenn es eine ältere Frau sagt, was will ich mit dem modernen Scheiß? Ich zitiere jetzt mal, was du gesagt hast. Aber da gibt es auch viele, also ich bin da zu Herzen gerührt, wenn die Leute mit ihren Campingstühlen, 80-Jährige, kommen und sagen, das ist sowas Tolles, habe ich noch nie gesehen. Also verbindend, das ist eine dritte ganz große Aufmerksamkeit nach außen. Und
die Eiszeit, für mich geht es da ja um Wintersport, um Freizeitbeschäftigung. Das würde ich mit Erlebnis-Event gar nicht so verklappen, sondern es ist ein Freizeitangebot. Aber wir haben diese großen Marken auch noch selbst geschaffen und sie haben auch eine jahrzehntelange Tradition. Und mein Appell ist, lasst uns an diesem Portfolio festhalten. Die Zeiten werden hart genug. Und neue Erlebnisse dieser Art zu etablieren, kostet viel Geld. Wir kennen alle diese 1000-Tage-Regel. Man braucht echt 1000 Tage, um zu wissen, ob das Produkt funktioniert. Viel Kraft. So, jetzt haben wir Produkte entwickelt, über Jahrzehnte, auch meine Vorgänger schon, ich habe das ja nur übernommen und sind jetzt dazu gekommen, diese Produkte international, Indoor-Meeting, auf Top-Niveau platzieren zu können. Das war ja ein Prozess. Wir sind ja erst Gold Tour seit jetzt dieser Ausgabe, World Indoor Tour seit 4 Ausgaben. Das ist ja ein Prozess, da sind wir hingekommen. Mit dem Fest in die Top-Liga sind wir jetzt gekommen, mit den Schlosslichtspielen. Das Neuschwanstein der Medienkunst hat das Kunstmagazin Monopol geschrieben. Eine höhere Auszeichnung gibt es ja kaum. Warum sollen wir jetzt ausgerechnet an diesen Bereichen anpacken? Wir sollten versuchen, Qualität. Wo würdest du denn sparen als Stadtrat? Ich glaube, ich würde über das Thema Sparen anders nachdenken. Weil Sparen würde ja bedeuten, nach meinem Verständnis, sparen kann ich nur, wenn ich Geld habe. Genau. Also ich sage dann, okay, ich habe am Ende vom Monat habe ich nur 800 Euro übrig. Für 200 Euro gehen wir essen und 600 Euro sparen wir. Aber wir sparen ja nicht, sondern wir streichen. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Absolut. Und jetzt, wo streicht man? Dafür muss ich aber auch ganz genau hinschauen, wie sieht der Markt aus? Und Benchmarking. Was ist in Zukunft noch gefragt? Was ist nicht gefragt? Wollen wir wirklich im Bereich Services sparen? Wollen wir also Bürgerangebot bei den Bädern. Wir haben ja auch immer die gleichen Sparansätze, wo man sagt, okay, das kostet auf Dauer dann doch viel Geld. Und ich würde strategischer nochmal an das Thema rangehen, aber ich würde jetzt, weil ich natürlich mein Portfolio verteidige, ich würde sagen, und das ist, glaube ich, auch ein Signal, auch für euch, ich weiß, dass ihr das auch hört, wir kriegen von der Stadt für diese ganzen Erlebnisse über den Finger 1,2 Millionen Euro. Das ist das, was die Stadt auf den Tisch legt, damit wir Indoor-Meeting, Schlosslichtspiele, die anderen kleineren Erlebnisse machen können. Aber wir akquirieren aus der Privatwirtschaft fast exakt 1,2 Millionen Sponsoring-Beiträge, weil sie sagt, diese Veranstaltungen sind für uns wichtig. Bringt uns was. Und solange dieses Verhältnis stimmt, die Stadt bringt einen Euro und der Wacker mit seinem Team, die bringen einen Euro obendrauf. Finde ich, ist das Verhältnis auch besser, als zu sagen, ich will nur 1,2 Millionen Euro. Das tun wir nicht. Das würde ich mich auch nie trauen. Ich war früher selbst privatwirtschaftlich immer wieder, bin ja auch engagiert privatwirtschaftlich noch nebenher. Und solange das Verhältnis stimmt, glaube ich, stimmt es dann auch so im Innenverhältnis. Also wenn man das spart, fallen ja auch die privatwirtschaftlichen Anteile weg. Ja. Und wenn jetzt der Sponsor dann sagt, es ist Indoor-Meeting weg, ich gehe jetzt woanders hin, der hat sich ja dafür entschieden. Ja. Und warum entscheiden sich die IT-Treibenden für die Schlosslichtspiele? Weil sie sagen, der Standort muss, wenn ich Fachkräfte anwerbe, muss ich auch sagen können, hätte er schon im Sommer ein cooles Festival. Da muss ich hingehen, das ist interessant. Wir müssen als Standort auch glänzen können. Und deswegen hängen die bewusst ihr Geld ins Fest, in die Schlosslichtspiele. Indoor-Meeting, neuer Titelsponsor, Init. Weil Init international tätig ist und sagt, aus Karlsruhe international zu kommunizieren, das können wir beim Indoor-Meeting. Also es ist auch ein Bekenntnis der Wirtschaft. Wenn es jetzt so wäre, dass die Bürgerschaft spürt, die machen la pour la Veranstaltungen, die im Grunde genommen wenig motivierende zum Markenkern passen, die finden auch keinen Sponsor dafür, nur damit die Veranstaltung, da wäre ich ja dabei, würde ich sagen. Muss das dann wirklich sein? Und ich würde wirklich mal genau hingucken, wo gibt es denn vielleicht noch solche Dinge, wo vielleicht gar keine Bevölkerungsbegeisterung da ist, wo vielleicht überhaupt kein privater Investor mehr sagt, ich lege noch einen Euro drauf. Bei uns ist es wirklich so, die Million legen wir mit einer Million aus der Wirtschaft drauf und dann können wir auch das Niveau bringen, denn es ist ja tatsächlich so, wenn wir jetzt die Schlosslichtspiele kosten, eine Million, davon kommen 300.000 Euro aus der Wirtschaft, 300.000 Euro erwirtschaften wir über Verkäufe vor Ort und 300.000 Euro bringt die Stadt jetzt gedrittelt. Okay. Das ist ein anständiger Faktor, finde ich. Ja. Das Indoor-Meeting kostet rund eine Million, ja, und da ist der Faktor auch so 350, 380, Sponsoren auch 300.000 und der Rest muss auch noch erwirtschaftet werden. Beim Fest ist es noch toller, 3 Millionen kostet das Fest und wir bringen 3 Millionen. Besser geht's ja. Besser geht nicht. Also, das will ich, na, Überschuss wäre noch besser. Das will ich an dem Tisch auch sagen, weil du Überschuss sagst. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Normalerweise, also Karlsruhe Marketing und Event GmbH.
Da könnte man sagen, naja, Marketing-Event kostet vor allem nur Geld. Aber wenn wir einen Jahresabschluss machen, versuchen wir auch immer den ausgeglichen vorzulegen. Also wir sind selten welche, die dann sagen am Ende vom Jahr, oh Gott, ist alles schief gegangen. Das traue ich mich gar nicht, weil ich sage, nein, ich habe die Wirtschaft an Bord, viel Eigenengagement. Und wir versuchen wirklich das auch im Interesse der Bürgerschaft. Jeden Euro, den ich ausgebe, ist ein Bürger-Euro. Also da kommt dann ein bisschen was von mir, ein bisschen von mir, übrigens auch. Steuergeld, ja. So, also das ist nicht mein Geld. Ja. Und das Bewusstsein habe ich sehr stark. Jetzt bist du ja bekannt, dass du ein sehr, sehr kreativer Kopf bist und in vielen Feldern bist du auch Firm. Das hast du uns jetzt ja hervorragend ja auch dargelegt, also sehr, sehr überzeugend. Und jetzt hätte ich natürlich so noch eine Frage, die die Zukunft betrifft. Wenn du, Martin Wacker, jetzt 10 Jahre in die Zukunft blickst, wo, und Geld würde keine Rolle spielen, nochmal auf das Thema Finanzen, da geht es uns ja als Stadträte genauso. Wir haben ja viele Altlasten, die wir übernehmen. Ja. Also ich hätte vieles anders gemacht. Und das Problem ist einfach, dass diese fixen Kosten, die uns bei vielen Projekten ans Bein gebunden werden, dass die uns natürlich in der Freiheit hemmen beim Geld ausgeben, sage ich mal. Aber wenn das Geld jetzt nicht so eine große Rolle spielen würde, wir hätten einen ausgeglichenen Haushalt und wir hätten noch ein paar Millionchen übrig. Wo du als Visionär, wo siehst du deine Vision Karlsruhe in 10 Jahren? Also für mich ist das Wichtigste, auf die Zielgruppe zu schauen. Also wen wollen wir denn mit so einer Kampagne erreichen? Und die Zielgruppe war in der Vergangenheit in der Analyse oft sehr heterogen. Also nur beliebt sein und Harmonie bringt ja nichts. Man muss ja gucken, wen wollen wir erreichen. Erreichen wollen wir, also Wirtschaftsbetriebe noch groß anzusiedeln, wissen wir beide, schwierig, wir haben ja kaum noch Flächen. Aber die Betriebe, die wir jetzt haben, die brauchen Fachkräfte, wir brauchen neue kreative Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen glaube ich, alles, was dient, den Familien und den Neubürgern einfacher zu machen, Services, ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Also ich würde noch viel stärker Services auch in die Innenstadt bringen, auch zu sagen, die Innenstadt lebt nicht allein, also zugespitzt, ja, von Schuhgeschäft und Starbucks, sondern... Schuhgeschäft haben wir ja keine mehr, sind alle weg. Ja, jetzt schon noch eins. Aber lebt nicht allein davon, sondern große Verschiebungen auch mal machen, zu sagen, vielleicht müssen wir doch nochmal über eine neue Markthalle mal nachdenken, Marktplatzbelebung, vielleicht mein müssen wir... Herzensprojekt. Vielleicht müssen wir... Den Schlossplatz mit dem Land noch ein bisschen diskutieren. Ist der Schlossplatz nicht doch für die Stadt wichtig und ist nicht Landesfläche, um dort auch Cafés zu entwickeln? Ich denke da oft, ich bin ja auch viel unterwegs, also ist für mich immer übrigens das Wichtigste, andere Städte anzuschauen, die Grünflächen noch stärker auch mit ins städtische Leben reinzubringen. Also ich würde in diese Stadtentwicklung, eine bürgernahe Stadtentwicklung noch mehr investieren und versuchen, dass wir hochattraktiv werden für Familien, für Fachkräfte und ihnen den bestmöglichen Service anbieten. Ich würde gar nicht so sehr in Steine denken, also jetzt noch irgendwie ein neues Gebäude, eine neue Halle. Das, glaube ich, ist keine Notwendigkeit. Die Notwendigkeit ist, das, was wir haben, zu optimieren und für die Bürger schnelle Entscheidungswege. Wenn es aufs Amt geht, das können wir im Moment nicht, weil wir auch zu wenige Leute natürlich haben, aber zu sagen, dauert 4 Wochen, bis ich weiß, wie mein Antrag beantwortet wird. Das wäre schon super schnell. Ja, aber das ist Zukunftsstadt. Ja. Da spielt Digitalisierung eine Rolle. Also ich glaube, die ist auch wichtig, aber Digitalisierung ist nicht die ganze Wahrheit. Wir müssen alle mitnehmen, müssen manchmal auch auf Digitalisierung verzichten, um jeden zu erreichen. Aber das ist für mich so ein 10-Jahres-Programm. Wie kriegen wir die Gesamtstadt und auch die Stadtteile, halten wir die auch lebendig und lebenswert? Also wir richten natürlich... Auch ich, weil ich City Marketing verantworte, schaue natürlich wie du auch sehr stark auf den City-Bereich. Ja? Aber natürlich müssen wir uns auch über die Stadtteile Gedanken machen und über die Angebote vor Ort. Ja. Es findet ja schon diese Dezentralisierung statt, dass man sagt, es gibt einen Stadtteil da. Das sind 3, 4, die sich zusammengefunden haben, kleinere Geschäfte und da findet ein Markt statt und schwupp hat man so ein B-Zentrum oder ein C-Zentrum. Mhm. Übrigens, ich reise ja auch viel und bin in anderen Städten unterwegs und ich bin immer wieder verblüfft mit was für einfachen Mitteln, die doch zum Beispiel auch ihre Plätze beleben. Mhm. Also ich war in Sneek, das ist so eine Kleinstadt in Holland und da, wenn du da samstags auf den Marktplatz kommst, da sind Tanzschulen, Inklusion, im Inklusionsbereich, da tanzen Kinder mit Down-Syndrom und normale und die Betreuer und tolle Musik und die Leute stehen außen rum und klatschen. Also ich hatte Tränen in den Augen, weil es einfach so schön war, da zu stehen und zuzuschauen an einem Kaffee und ich finde, da können wir in Karlsruhe einfach noch mehr bewegen. Etwas Ähnliches haben wir ja getan, indem wir unseren wunderbaren Fest-Event-Laster nicht nur in der Stadt dieses Jahr umfahren, sondern auch in die Stadtteile, gemeinsam im Stadtjugendausschuss. Mhm. Wir haben Mondo auf den Trakt gebracht. Wir hatten My City, My Place mit dem Stadtjugendausschuss. Also es geht genau in die Richtung. Mhm. Also wirklich auch Kultur zu den Menschen zu bringen.
Und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsschlagwort, die Stadt ist der Star. Also nicht immer von außen, sondern wirklich, wir haben so viele eigenen Stärken. Wir haben so viele eigene Stärken, wir müssen sie nur gut managen. Und das ist ein Punkt, den ich mir für die Zukunft noch viel mehr wünsche. Und wir müssen natürlich auch investieren, und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, in die Optimierung von der letzten Meile Verkehrswege. Da haben wir jetzt, ja, wir haben die U-Strap, das ist ein Jahrhundertprojekt, ein Meilenstein. Gutes Stichwort, wir zwei haben schon gesprochen aber über die Fahrradtaxis, da muss nicht man nur dann die U-Strap. Genau, da muss man auch nochmal schauen, wie wir das jetzt mit Regiomove, ich mag diese Elektroroller persönlich nicht, die liegen immer im Weg rum, aber sie bringen den Menschen auf die letzte Meile und, über, und in der Fußgängerzone. Es ist ein niederschwelliges Angebot. Genau. Ja, und die Fahrradtaxis, vielleicht klappt es, wir haben ja schon Gespräche geführt, auch mit einem Anbieter. Also darüber müssen wir nachdenken. Ja. Wir müssen die letzte Meile schaffen, und wir müssen, das ist auch ein Punkt, ist das ganze Thema Karlsruhe wirklich als Oberzentrum im Selbstbewusstsein denken. Das ist mir auch ein ganz entscheidender Punkt. Viele sagen immer, Karlsruhe ist natürlich die Technologieregion, ist die gesamte Region und nicht nur Karlsruhe. Aber ich glaube, wir müssen schon das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, wir sind das Zentrum. Bei uns läuft die Innovation, und die kann sich auf die Region ausstrahlen. Das ist mir ganz wichtig. Das stimme ich dir voll zu. Jetzt noch zwei letzte Fragen. Wir kommen nämlich zeitlich schon zum Ende. Oh. Was ist dein persönlicher Antrieb, wenn du jetzt auf Karlsruhe mit den ganzen Finanzproblemen in der Zukunft schaust? Was treibt dich trotzdem an? Also erstmal bin ich Karlsruher. Und das treibt mich am meisten. Ich bin in der Stadt groß geworden. Ich war über die Medien auch in anderen Städten, bin dann aber bewusst wieder zurückgekommen, auch mit der Familie, weil ich auch jedem sage, die Stadt ist familienfreundlich, sie hat viel Kultur. Und wenn ich in dieser Stadt lebe, habe ich immer gesagt, ich muss mich engagieren. Ich mache das ja nicht nur im Beruf. Mit Freunden zusammen betreibe ich ein Theater, bin an verschiedenen auch sozialen Stellen engagiert, Hanne-Landgraf-Stiftung und so weiter. Also ich will dann auch, also tue Gutes für deine Stadt. Das ist irgendwie auch meine Grundüberzeugung. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, wir müssen die Bürgerschaft auch noch mehr motivieren, Teil eines Netzwerks von Engagierten zu werden. Also ich will da auch vorbildmäßig vorangehen, und deswegen ist mir auch immer Bürgerbeteiligung wichtig, auf die Leute zu hören. Ich glaube, jeder, der mich mal getroffen hat oder erlebt hat, weiß, dass ich auch zuhören kann und die Ideen aufnehmen will. Und mich treibt auch an, dass die Leute offen mit mir sind. Es wird Kritik geübt, es gibt ganz viel Lob. Und es gibt eine gewisse Offenheit. Und wenn man Lob kriegt, und dann ist auch kein negativer Stress, dann ist es auch kein Stress, dann ist das motiviert. Das motiviert. Und das treibt mich an. Ja. Genau, Kritik und Lob. Wo siehst du in wenigen Worten den Markenkern der Fraktion, bei der du jetzt hier zu Gast bist? Also ihr habt es ja mit eurem Namen. Das ist eine schwierige Frage. Ihr habt es mit eurem Namen ja, dieses Für Karlsruhe, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich gebe hier und heute zu, das wissen aber auch alle, ich war ja auch mal gemeinderätlich engagiert, 1987, als der Kronenplatz bebaut werden sollte. Ich war damals schon Kulturengagierter, gab es eine Kronenplatz-Initiative, die für den Kronenplatz ohne Bebauung war. Und aus der ist dann die Karlsruher Liste hervorgegangen. Und in den Anfangszeiten war ich in der Karlsruher Liste auch engagiert, weil mir gefallen hat, dieses Motto, denke global, handle lokal. Und von daher seid ihr mir doch ein Stück weit nahe. Und deswegen finde ich das für Karlsruhe auch ein gutes Motto. Also super. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast zum Gespräch. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Und ich glaube, wir nehmen damit viel in den Gemeinderat mit. Danke für die Einladung. Ja. Gerne. Dann gerne abonnieren und auf allen Kanälen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.